Mr. Creeperman. Kommen wir her. Oh. Da haben wir ihn. Und da haben wir ihn. Und jetzt rutschen die Experience wahrscheinlich den Wasserfall runter. Naja, gut. Sparen wir uns das. Aber ich bin ja trotzdem neugierig. Ich muss ja mal gucken gehen. Ah ne, die sind ja doch noch da geblieben. Butch, komm her. Fein, fein. Nicht den Wasserfall runter, nein. So. Gut. Jo, so. Sind wir hier sicher? Nein, sind wir natürlich nicht. Wir brauchen noch zwei Türen. So. Einmal, zweimal. Die bringen wir natürlich von außen an. Einmal, zweimal. So. Was machen wir da? Machen wir da Holz hin? Ja, ne? So. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Da lacht mich Eisen an. So. Da hat es gelacht. So. Was haben wir hier sicher? So, Glas haben wir jetzt eh nicht mehr mit. Das heißt, wir können jetzt auch keine Fenster einsetzen hier. Aber ansonsten, ich denke, es wird langsam. Es wird langsam. Gut, dann mache ich jetzt auch gleich eine Aufnahmepause. Ich gehe jetzt nochmal hoch in unsere Glasfabrik. Hallo, nee, du kannst jetzt da... Hast Glück, du darfst jetzt überleben. Aber nur, weil ich eine Pause machen will. So, wir sind ja wieder relativ gut ausgerüstet. Und wir haben auch schon ein bisschen was gebaut wieder. Ne? Das sah gerade so komisch aus. So, das restliche Glas ist fertig. Das hole ich mal direkt raus. Dann, so viel Kohle habe ich jetzt gar nicht mehr hier. 4. Machen wir mal ein bisschen Clean Stone. Und die 4 Eisen schmelzen wir auch noch ein. Dann räume ich mal wieder hier den Unrat raus, den wir nicht so brauchen, wie die Pfeile und so. Und Gunpowder, den brauchen wir natürlich. Der ist nicht Unrat, aber den müssen wir ja nicht mal mit rumschleppen. So, das verrottete Fleisch brauchen wir nicht. So, mal wieder ein bisschen sortieren, wie ich es gewohnt bin. Das habe ich ja jetzt nach dem Sterben noch nicht getan. So, das haben wir Baumaterial. Baumaterial, Baumaterial. Hier ist Futter. Baumaterial, Futter. Hier noch mehr Baumaterial. Da die Werkzeuge, Munition. Müssen wir uns jetzt auch wieder bald neue machen. Wir haben ja zum Glück Gunpowder. Wir haben aber hier keine Waffenkiste. Das heißt, wir müssen erst noch eine Waffenkiste uns machen. Egal. Na gut. Okay, dann bleibe ich mal wieder hier im sicheren Bunker. Und ich wünsche euch... ja, einen schönen Abend, wann auch immer ihr noch guckt. Schlaft gut, träumt süß, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Protoss. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Minecraft-Freunde. Hier sind wir wieder bei Protoss LP mit seinem Singleplayer Minecraft Let's Play. Ja, so. Ihr durftet ja bereits die ersten Folgen Let's Tech begutachten und ich muss sagen, ich habe mich die Tage damit ein bisschen beschäftigt, von daher bin ich hier ein bisschen raus, was wir hier gemacht haben. Soweit ich weiß, haben wir da unten unseren Stützpunkt angefangen. Der viel Zeit in Anspruch genommen hat, oder ein bisschen. Und wir werden da jetzt nur noch ein klein bisschen weiter dran arbeiten. Ansonsten werden wir, ach guck mal, wir haben ein bisschen Eisen, das ist praktisch, noch ein paar Ressourcen sammeln.
Cleanstone, brauche ich das jetzt überhaupt? Nee, ich bräuchte eigentlich Glas. Ah, ich habe noch Glas, okay. Was haben wir hier noch in den Kisten? Die können wir schon mal mit runternehmen. Dann haben wir unten schon mal 1-2 Kisten. So, und dann nehmen wir auch schon mal das Cleanstone ein bisschen mit. Dann können wir nämlich da den Boden ausbessern. Ja, das hat schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Ich muss gerade mal was gucken. Ich war nämlich vorhin noch mal ganz kurz in der Testwelt. Sekunde. Easy. Easy ist richtig, ne? Ja, genau. So, ansonsten wäre es peaceful. So. Wir werden jetzt nicht mehr allzu viel Zeit hier verbringen, weil es schon so lange gedauert hat. Allerdings brauchen wir recht dringend neue Ressourcen. Von daher werden wir uns mal hier unten in der Höhle umschauen. Vorher wollte ich aber schon mal hier unseren Stützpunkt so ein bisschen, ne, hier ist noch alles fest, ein bisschen absichern. Dafür nehmen wir jetzt mal ein bisschen Glas. Ich glaube, da brauchen wir schon mal 2. Dass wir uns hier keiner reinstiefelt. Das machen die ja gerne, deswegen müssen wir hier schon mal Fenster reinsetzen. So. Ja, schwungvolle Musik zum Beginn ist nicht verkehrt. So. Und dann wollte ich hier eben noch ganz schnell die Stellen ausbessern, weil da wollen wir gerne Cleanstone haben. Deswegen habe ich mir nämlich auch das Cleanstone gebrannt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das deswegen gemacht habe. So, hier machen wir das auch mal eben. Die werden wir jetzt wahrscheinlich verlieren, aber das ist ja... Ne, das ist 2 tief. Ich will jetzt keine 2 runterhüpfen. Dann komme ich nämlich nicht raus. Ich kenne mich doch. So, und das ist jetzt nur 1 tief. Das könnte ich mal kurz wagen. So. So, dann haben wir nämlich einen schönen, gleichmäßigen Boden. Ansonsten kommt mir diese Ecke ja noch so dunkel vor. Da werde ich jetzt einfach mal eine Fackel hinklatschen. Am besten da. So, und da können wir eigentlich auch eine hinmachen. Ich will ja nicht, dass uns hier die Monster schon direkt droppen. Und da oben müssen wir vielleicht nochmal eben kurz zubauen. Vielleicht hier die Dings. Müssen wir mal schauen, ob wir da so rüberkommen. Und dann wollte ich eben ein paar Kisten hier hinstellen. So, tada und ta. Einfach mal hier hinklatschen, dass wir hier Material loswerden können. Wenn wir denn jetzt unten waren. So, ich gehe mal ganz kurz hier hoch. So, wie komme ich dann? Ist das hier angeschlossen? Das muss ich mal eben testen. Nee, ist nicht direkt angeschlossen. Das heißt, wir müssen uns da kurz einen Weg buddeln. Das ist ja nicht so weit. Dann machen wir mal hier einen Durchbruch. Dum-di-dum-di-dum. So, täuscht das oder ist die Musik gerade ein bisschen laut? Bin mir gerade nicht so sicher. So, hier ist es dunkel, aber ich glaube, wir sind schon drin, ne? Genau. Schaufel, hatte ich eine? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Das ist aber ein bisschen viel Kies. Von daher würde ich mir, glaube ich, ganz gerne eine machen. Das war jetzt sehr intelligent. Ich wollte eigentlich eine Fackel hinsetzen. So. Ja, machen wir uns mal ganz schnell eine Schaufel. So, hier ging es runter. So, eine Kobble-Schaufel sollte langen. Genau, dafür ist die Erde. Hier ist nämlich eigentlich der Schaufelslot. So, dann schaufeln wir mal. Ich muss echt gucken, hier sind die Monster wirklich an. Mir kommt das gerade so leise vor. So. Ich meine, ich habe nichts dagegen, jetzt unbehelligt zu sein, aber wenn, dann wollen wir ja schon richtig spielen. So. Na, hier ist, glaube ich, eh nicht viel. Aber hier könnte man dann... Naja, weiß ich auch noch nicht.
So, dann machen wir nämlich hier. Warte mal. Das ist meine Idee. Wir machen hier mal weiter auf. So, den auch. Machen wir nämlich hier ein Fenster rein. So, da können wir eigentlich zumachen. Dann müssen wir hier aber Cleanstone reinsetzen. So. Das bessere ich dann von unten noch aus. Und lassen wir das hier direkt so auf. Komm, ich klopp mal hier das Holz mal weg. So. Ups. Dann setzen wir da auch mal Cleanstone rein. Jetzt haben wir natürlich alles verbraten. Dann müsste ich aber hier noch wieder zumachen, dass wir dann hier quasi Fensterchen haben. Jetzt machen wir uns ein Fenster rein, dann können wir von hier oben reingucken. Das ist doch praktisch. So, müssen wir aber hier oben erstmal Licht machen. Ah, da geht's auch noch höher. Ah. Habe ich gerade ein Monster gehört? Mir kommt die Musik doch so laut vor. Ich muss hier mal einen Tick leiser drehen. Und die Monster vielleicht mal ein bisschen lauter, damit ich die auch höre. So. Glas habe ich doch mit, ne? Scheiben. So, machen wir mal hier Scheiben. Dann können wir quasi in unsere Bude reingucken. Und wir haben nicht genug Scheiben. So, da muss ich dann doch nochmal eben hier hin und hier runter. Ich wollte eigentlich schon weiter sein. Es verzögert sich jetzt doch alles ein bisschen. Schade eigentlich, aber so ist das bei mir, wenn ich dann nur plötzlich eine Idee entwickle. So, dann oben nehme ich dann auch erstmal Cobblestone, das soll mir dann auch erstmal lang. So, und hier müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Ah, da geht es dann direkt weiter da, okay. Nee, da sollte doch Stein hin, da, Mensch. Ja. Ich überlege gerade, ob wir das hier über die Ecke lassen, aber nee. Das sieht dann doch dämlich aus. So, machen wir hier erstmal mit Kabel zu. Und dann mit Scheiben. So, dann kann man von hier oben schön in unsere Bude reingucken. Das ist praktisch. Das machen wir so. So, dann wollen wir die Dinger mal vernichten. Und dann müssen wir hier weiter aufmachen. Wir sind da oben. Achso, ne. Okay. Da flackert bei mir was durch. Von meinem Musikabspielprogramm. Und immer wenn ich nach oben gucke, sehe ich das. Und dann bin ich total irritiert, weil ich denke, da oben wäre irgendwas. So. Machen wir hier unseren Durchgang. Dann können wir hier auch weiter zumachen wieder. So. Und noch eine Fackel rein. So, das Eisen holen wir uns natürlich raus. Weil wir wollen ja Ressourcen sammeln. Weil ich habe mir nämlich für die nahe Zukunft noch ein paar Nettigkeiten überlegt und dafür brauchen wir aber erstmal Material ohne Ende. Deswegen müssen wir hier einmal in die Höhle rein. Hier liegt schon wieder Fackeln. Hier waren wir irgendwann mal. Ich glaube, hier waren wir mal kuckeln, als wir vom dem anderen Eingang im NPC-Dorf reingegangen sind. So. Das ist so still. Haben wir die Monster wirklich an? Ich mag es kaum glauben. So, hier müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Was machen wir denn da? Hauen wir die mal weg. So, wir wollen ja nicht direkt hier von den Monstern überfallen werden, deswegen packen wir da mal normales Holz hin. Und am besten noch eine Tür, oder? Dann haben wir hier oben zwar eine Lücke, aber das ist ja egal. Den Halfstep wollte ich da jetzt schon ganz gerne sitzen lassen. Dann machen wir uns mal ganz schnell eine Tür. Das Holz haben wir ja noch. So. Es geht ja darum, dass der Stützpunkt hier einigermaßen sicher ist. So. Ach ja, das kann man so lassen.
Das müsste ich da auch nochmal auffüllen. Und das könnte nicht weg, weil wenn man hier gegenläuft, das ist ganz praktisch, glaube ich.